Na, ja, was ist denn hier los? Sind mal wieder hier Polniaki am Spiel, ne? Ja, ja. Ich habe natürlich auch mal Brecheisen im Kofferraum. Nikolai, du brauchst jetzt hier nicht den Leuten zu erzählen, hey, du hättest das Ding so historisch mit, aber ich weiß genau, was hier auf der Nature One los war. Ich sag mal, die Leute, die das Öl aus dem Boden ziehen, ich weiß ja nicht, wo du parkst, aber da könnte man gleich eine Ölbohrplattform bei dir auf vor der Haustür stellen, weißt du das? Amsterdam, ja, ja. Das Ding wäre durch den Damm geflohen, das kann ich dir sagen. Willkommen zum neuen Video. Ja, wir sind hier wieder wunderschön in der Werkstatt. Ich kann euch mal eins sagen, Leute. Das Hai, das ist schon wieder ein Zustand. Ne? Hey, kommst du vor, wie bei dumm Tisch und Öns einen der China-Lader einbaut und das ein bisschen bodenständig in der Halle. Einwandfrei. Jo, das haben wir denn heute wieder. Ich sag mal so, die Leute sehen das ja schon wieder auf dem Titelbild. Ne? Sonst würde ich das Video wahrscheinlich auch gar nicht anklicken, wenn kein Titelbild gäbe. Ne? Ja, gut, nichtsdestotrotz, wir sind halt wieder in unserem High-Quality-Shit. Ja, ja. Ich muss sagen, mittlerweile Abonnenten, die Leute werden immer mehr, ne? Die feiern das so. Ne? Wir sind halt bodenständig. Ne? Wir schrauben auch genauso, wie wenn einen das nicht anders auf seinem Warenheber schraubt. Das sollte eigentlich mittlerweile jeden Hai wissen. Ne? Ich bin ja auch nicht vom Himmel gefallen. Was haben wir denn heute Schönes? Ja, ich würde mal sagen, den Omega auf dem Titelbild. Ne? Also, wir haben hier von unserem Kameraauto, Mann, ne? Hier, so Kameramann, ne? Kannst du mal Tag sagen, ja, ne? Genau, ja, ist Kameramann halt, ne? Dementsprechend haben wir halt wunderschön Omega, ne? Opel alles. Weil ich, wo viele Fallweiß ist. Der Nebelscheinwerfer, lo. Der macht auf jeden Fall heller, wie wenn Glas drin ist. Das kann ich das sagen. Ja, wie gesagt, Scheinwerfer waren schon mal ein bisschen verblasst hier und da, blablabla. Wir machen mal so eine kleine Bestandsaufnahme hier. Der dicksten CD-Receiver, den du kriegen kannst. Von Opel. Besser geht es eigentlich gar nicht. Da steht jetzt sogar auf dem Auto drauf. Das Ding, da zieht einen schneller ab, wie die CD, die du rausziehen willst, bevor die CD-Spielerin spielt, Junge. Ich sag'n da. Original Opel-Schluppis. Man könnte denken, der Deckel wäre von Renault, aber der eine oder andere, der Räderwechsel in der Werkstatt macht, der weiß genau, wie scheiße die Deckel überhaupt sind. So, brauche mir keinen zu erzählen, wenn nicht so, ne? Ja, ja. Außerdem, wenn ich halt gleich fertig bin, muss ich mal den Olli alles halt wieder rausholen, weil ich sehe schon, dass mir das Ding halt neu vermessen müssen, ne? Geht Zeit für eine Richtbank. Ich sag an da. Jedes Auto hat ja irgendwie einen Achter im Blech drin, ne? Gut, Omega, ne? Sieht mal sehr unschuldig aus, außer die Anhängerkupplung. Wenn du da mal mit 180 rückwärts irgendwo rinfährst, ja, könnte dem einen oder anderen Ferrari auch mal ein bisschen weh tun, ne? Aber die Anhängerkupplung, die bleibt, das ist natürlich klar. Das Handy ist schon wieder am Bimmeln. Ah, oh, nee. Lädt nicht. Ja, LTE ist halt auch immer so ein Sach. Die Leitung, die würde ich mal besser mal woanders hinlegen. Hier steht wieder unser Mercedes. Das sieht wieder guter Dinge hier. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ne? Der Omega, also von der Höhe her, wahrscheinlich wärst nicht so aufgesetzt wie ich im Wald, ne? Ja, ja. Da ist, man kann aber auch nicht denken, ne? Die Bezeichnung Omega ist bei Opel. Ja, das Modell ist schon klar, aber die Anhängerantrieb, gab es die auch als Frontantrieb? Ich weiß nicht, die einen oder anderen Opel-Liebhaber können reinschreiben, aber ich glaube es nicht. Auf jeden Fall, die Omega-Modelle, die waren hauptsächlich hecklastig. Man kann es nicht denken, aber allein die Bremsanlage sieht schon aus wie bei meinem alten Mercedes. Das ist schon alles so Ähnlichkeit. Gut, ja, manchmal denke ich mir ja auch immer, ne? Kann nicht mal ein Auto in eine Werkstatt kommen, was ganz ist. Aber ich glaube, da wären wir ja keine Werkstatt, ne? Außer halt die Vorstellungsvideos von den Abonnenten, wenn die mit ihren Karren kommen, die sind ja dann ganz, ne? Wir gehen erstmal zu den Teilen hier, ne? Ja, ja. Darf das ja mal wieder hier ein bisschen zu unterschätzen hier, so, ne? Ja, hier haben wir wieder Kfz-Teile 24, ja. Ein bisschen Autodoc, ein bisschen Kfz-Teile. Ich muss mal gucken, ich kann euch eins sagen. Ich brauche bald mal so einen zweiten Kameramann, der hier mit so einem Tonbügel hier wieder alles am Ausrichten ist. Aber weißt du, wir waren noch nie Profis. Also wieso sollten wir eigentlich auf Profi machen? Weißt du, was ich meine? Wir sind so, wie wir sind. Ich glaube, das ist aber immer noch am besten. Jeden normalen, bodenständigen Mensch und Handwerker, der weiß genau, was hier abgeht, ne? Die Dichtungen, die sehen nämlich jetzt schon neuer aus, wie wenn ich sie gleich verbaue. Außerdem haben wir zwei, ne? Ist das normal bei dem Modell? Ja. Ja, ist ein Opel-Freak hinter der Kamera. Bis 95. Jetzt gehen wir schon hier richtig auf die Details, ne? Ja, ja. Gleich haben wir wieder den ersten Abonnenten, der am Kreischen ist. Nee, 96! Was denn jetzt? Bis 95 war sie einzeln und danach gab es sie zusammen. Ja, ja. Zu zweit. Haben sie wahrscheinlich den Motor komprimiert für einen Bobbycarin, ne? Mhm. Ja, nichtsdestotrotz haben wir hier Ölwanddichtungen, ne? Ne, wir machen ja halt auch Comedy-Content. Was heißt hier Comedy-Content? Ich habe eigentlich nur Comedy-Lorin geschrieben, weil ich halt einfach durch bin, ne? Aber egal, nichtsdestotrotz, ja, für die Schrauber, die jetzt gerade in der Garage sitzen und wollen schnell, schnell machen, können ja immer unten in der Titelbeschreibung gucken, hier und da, Kapitel, bliblablub. Da werde ich halt immer reinschreiben. Ansonsten haben wir hier unser normales Unterhaltungsvideo, ne? So, dann haben wir hier natürlich noch L-Ringe drin. L-Ring, ne? Jeder kennt den Ring. Der sieht wahrscheinlich aus wie die Ringe von, wie heißen die nochmal? Nicht Tonschuhverkäufer. Herr der Ringe, genau. Ja, ja.
Wusste ich. Kurbelwellen, Simmerring, Getriebe und dingsseitig, aber wir werden nur kurbelwellenseitig machen. Das hier ist getriebeseitig. Kurbelwellenseitig machen, ne? Weil der da ein bisschen undicht ist. Ne? Das kommt aber in einem anderen Video. Ne? Haben wir aber schon mal alles besorgt. Ne? Ja, ja. Nicht, dass das heißt, wir werden hier ein Ersatzteillager oder so. Wir haben noch nicht alles. Man muss halt immer schon ein bisschen im Vorrein kaufen. Haben wir hier auch wieder Trommelbremsen. Der eine oder andere kennt das. Ne? Die Federn hier, die reichen für bei dem einen oder anderen mal gerade einen Sitz zu verstellen. Aber wenn die Heimal erst richtig gespannt sind, da kann ich schon eins sagen. Die Dinger, die fliegen von Eure bis nach Pallien. Bis auf Dach ist mein Werkstatt ja gut gedämmt, ne? Können die Federn ja nicht weit fliehen, ne? Die können sich maximal oben im Bienennestchen verfangen, aber die kriegen ich alle oben wieder raus. Da bringt die Stechmücke dir vorbei. Da kommt Hubschrauber-Einsatz hier. So, nichtsdestotrotz, Bremsblech haben wir auch noch besorgt. So, und jetzt kommt natürlich hier wieder der ganze Hammer. Da das Ding ja schon fast wieder ein Oldtimer ist, ne? Weil wir ja halt all jugendlich sind und haben kein Leasing-Schüssel unterm Arsch, ne? Ihr seht ja natürlich auch so, ja, ich sag mal, wir sind ja wirklich bodenständig normal, ne? Dementsprechend fahren wir auch Autos, wo immer geschraubt wird. Aber da ist auch mal hier dem einen oder anderen Opel-Fahrer mal kurz die Servopumpe weggeflogen, ne? Oder? Ja, da ging nichts mehr, ne? Ja. Haben wir noch einen Servopump besorgt, aber die haben wir gebraucht gekauft, weil neue kostet die auch wieder 600 € oder so. Und ja, man muss halt ja immer in Relation zum Auto sehen, ne? War die hier drin, ne? Oh, da kommt schon ein Kotflügel geflogen. Den kann man übrigens kaufen, ist vom VW Passat, habe ich falsch gekauft. Aha, das heißt doch der Nebelscheinwerfer. Wenn der mir bei runterfällt, dann ist er noch frei. Gut, den haben wir dann natürlich auch. Guck mal hier, kann ich den Abonnenten schon mal so glatt, ein geiles Servo. Weißt du, das nenne ich noch einen Servopump, ne? Hey, hast du Rotationsmotor, der wahrscheinlich wieder aussieht wie Wankelmotor. Und dann hast du halt ein Rädchen und dann... Das hat aber auch schon Spiel, hey. Und dann hast du halt hier die Anschlüsse. Vor was für einem Schrott, hier hast du das Ding da gekauft? Ebay. Ebay, ja, ja. Kleinanzeigen sagen wir besser nicht, weil sonst haben wir Ebay und Kleinanzeigen gleich direkt schon mal verscheuert. Aber sowas sieht man dann halt auf Ebay, sowas kann man kaufen. Funktionstest mal mir natürlich, das ist ja gar kein Problem. Ja, Nikolai, ne? Lean du die gut? Ist halt nur wieder die Frage, wie sie Lorip bauen, ne? Aber zwei Schrauben hat das Ding mal, mehr braucht er doch, glaube ich, nicht. Dann hält das schon. Hey, die Haupt, ey, ich kann das sagen. Bisschen Klarlage ist auch schon flöten gegangen, aber ist ja kein Neuwagen mehr, ne? Hat aber schon ein oder zwei Kilometer gelaufen. Oha! Geil! Das nenne ich schon mal ein Aggregat, ne? Mehr Roro-Schläuche, wie die Lufthansa verbaut hat in der einen oder anderen Turbine, ne? Das ist natürlich immer als Mechaniker jetzt wieder so die Frage, wie gehst du da dran, ne? So, ich meine, ich bin Allrounder, das heißt schon mal hier alles, was bei 300 auf dem Baum. Dementsprechend hole ich mir jetzt erstmal ein Lamp. Die Kamera hat ja ein Lamp, aber ich brauche selber nochmal ein Lamp. Weißt du, das ist wie ein Doktor, ne? Der hat schon einen Brill und dann holt sich schon einen Zweitbrill. So, hi Hamad, guck dir das mal an, den Motorraum. Ich sage mal eins, die Leute, die das Öl aus dem Boden ziehen, ich weiß ja nicht, wo du parkst, aber da könnte man gleich eine Ölbohrplattform bei dir auf vor der Haustür stellen, weißt du das? Da verlierst du ja mehr Öl, wie überhaupt im ganzen Motor drin ist. Oh, der Keilriemen, ah, siehst du das? Der fliegt auseinander. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Das sieht auch ganz neu aus, Jung. Ich sah nur eins, der wird ja fast von Eure bis nach Pallien geflogen. Wo geht das nochmal am Wochenende hin? Amsterdam. Ja, ja. Das Ding wäre durch den Damm geflogen, das kann ich dir sagen. Gut, den müssen wir eh abmachen, dann machen wir da einen neuen drauf, ist ja gar kein Problem. Weil das Aggregat, das ist ja schon super duper verbaut hier, ne? So übersichtlich ist das Ding auf jeden Fall. Da liegt mal die ein oder andere Klimaleitung. Hier haben wir nochmal Filter an der Klimaleitung, nicht, dass die auch noch um die Ohren fliegt. Ja, ja, hier haben wir schon 13er Nuss. Ich hole mal die Weißt du, wie der drauf geht? Der Keilriemen? Ja, ja, weißt du das? Ja. Auswendig? Jo. Ja? Ein Nobelschrauber muss das ja wissen. Also heute ist das Handyloch schon wieder schlimmer wie ein Harry Potter sein Eule, ey. Wenn du verkaufe ich das Handyloch als Bimmelbahn. Da fliegt das aus dem Fenster und macht Balava. Zerro. Fangen wir an, ne? Wie im schlechten Western. Gar kein Problem. Rückt vor bis auf los. Ich muss sagen, das Leben ist ja wirklich wie Monopoly, ne? Gehst du über los, hast Lovi in der Tasche oder gehst du in den Knast? Doch, Mann! So, hier, ja, guck hier. Gehst hier dran. Aber die Lampe, ne, da kann man ja auch mal ein bisschen weißer machen, das Licht. Die Teelichtscher von Harry Potter, die haben wir ja mittlerweile mal abgeschafft, ne? Da haben wir nämlich mit unserer Kamera direkt eine Lampe. Oh, nee. War ja natürlich nur der Schlüssel, der abgerutscht ist. Ja, ja, müssen halt wieder gut drauf. Ach, Mann, das 15. Wusste ich doch. Ja, ja. Man geht hier hin, geht hier hin, geht da hin und hier hin. Von neuen kaufen. Der Teilelieferant! Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber die sind ganz so schlecht. Ich schon viel Schleichwerbung, weil wir leider nicht dafür bezahlt werden. Ja, wie immer, ne? Aber ich kann eins sagen, ich habe schon viel falscher bestellt, aber das ist immer richtig gewesen von der Bestellung her. Ja, natürlich besser, wenn das Ding noch ganz wäre, ne? Aber
Mein Gott, bisschen Verschleiß ist immer. Du bist sicher, die Servopumpe richtig ist? Also richtig bestellt habe ich es. Sieht alles gut aus, aber immer nur auf den ersten Blick. Wie bei Tinder. Toh, das ist auch schlimm mit dir Weibern, Mann. Bist du da auf Instagram unterwegs? Das sehen die aus wie Germany's Next Topmodel, ey. Das siehst du in Real Life beim Galeria Kaufhof. Das sehen die aus wie ein Kaufhauskorb, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie die das machen. Aber wenn ich mal so viel Filter besorge würd, da wäre das halt kein Opel mehr. Da wäre das Ferrari. Da fällt mir doch glatt ein Arsch auf Grundeis. Heißt ja noch Riss im Schlauch drin. Hast du schon gesehen, Nikolai? Ja, der ist schon länger da, der leckt aber nicht. Guck mal, hier kommt doch voll die Sauce raus. Sehr high auf low budget. Da liegen die Kabel offen. Das ist aber so ab Werk gewollt. Damit auch ihr Marder mal vorbeikommen kann. Zwei Schrauben nur, tatsächlich. Und das komische Ding, Alter. Das wäre mir aber ein bisschen zu arsch, das warm hier, ey. Ja, hier haben wir noch den dicken Hydraulikschlauch, ne? Hier sind auch noch mehr Leitungen an der Pumpe, oder? Ah, ne, ist die Klimaleitung. Schon nichts gesagt. Ach, da sind noch zwei Anschlüsse, da sind noch zwei Leitungen. Ist doch logisch. Sonst so, Nikolai, wie war das Wochenende? Wo warst du nochmal? Nature One. Der eine oder andere hat natürlich die Rakete da gezündet, aber ist das in so einem Raketenbunker, oder wie war das, ne? Wahnsinn. Ja, bei mir ist hier jeden Tag Nature One, ist gar kein Problem. Hier auch so hoch wie ein Raket, ich sag, da, wenn ich euch wieder sehe, was das halt für eine Scheiße ist, was die gebaut haben, ne? Darf man ja nicht sagen, dass das ein Opel ist, ne? Der ein oder andere Oldschool-Mechaniker wird jetzt sagen, ahahaha, ist ein Pibifax. Aber das Problem ist, der Motor ist ja nicht mehr ganz neu, so wie ich das hier festgestellt habe, ne? Boah, vom Schmieren her würde ich sagen, ist noch wie neu, ne? Besser als neu. Ja, wir haben immer Öl außen wie innen, aber der fährt. Santa, wir bauen heraus irgendwann einen dicken Drifter oder so. Heli Auto, alles. Und heimal die Leute immer mehr am Subscriben sind und alles höher ist, ich sag da baue ich jeden Tag irgendwelche Dummtischkarren geformt von Tuning. Ich sag euch, die Dinger, die gehen ab wie Schmitzkatz. Da ist halt hier wie bei Fast and Furious, Leute. Da zieht der Reiter mal die Unterdruckdose vom Turbo ab, ne? Da fahren wir hier richtig Druck auf der Leitung. Da fliegt nicht nur der Motor um die Ohren, da fliegen wir auch noch um die Ohren, wenn wir am Ziel sind. Da reichen keine Recaro-Sitze mehr. Das gibt ein echt krasses Manöver, ich sag euch, Leute. Da war ein Catweasel oder so dran, ich sag da. Oh, ist das hier eine Scheiße. Warum ist das Ding denn so warm? Ach, Mann! Nikolai, brauchst du das Auto hier noch? Bist du sicher? Oh, ist ein 13er, schon ein 12er, ich wusste das doch. Ich will ja nicht sagen, dass unser E11 im Ausverkauf ist, aber... Weißt du, wie warm das da an dem Krümmerblech ist? Wenn du jetzt ein Spiegelei dabei hättest, na gut, dann hast du das ja schon gebraten, aber nee, wenn du jetzt ein Ei dabei hättest, ne? 5 Minuten, da wäre das Ding durch. So Leute, wir sind wieder bei Dr. Bibber alles. Hier werden wieder die Synapsen aus dem Opel gezogen. Ist gar kein Problem. So, ich ziehe jetzt erstmal das Servoöl. Das habe ich voll die Knick im Schlauch. Das ist auch jedes Mal dieselbe Scheiße. Kfz-Knick und Knacks, wir drehen alles auf Max. Ich kann das sagen. Das steht auch wieder gleich auf Max. Hast Neues gekauft, ne? Ja, gut. Wusste ich deswegen. Kann man hier in unser Altölbehälter. Gibt eh wieder Sauerei. Das ist immer so, da kannst du aufpassen, wie du lustig bist. Gleich kommt halt wieder eine Explosion. Ja, ich habe gerade eben noch einen anderen Pulli angezogen. Wir waren noch gerade in Trier rund ausrücken in der Pause. Musste natürlich schon mal, hey, haben wir Gewinnspiel. Schau, was gewonnen, ich kann das sagen. Ein riesen Dampflokomotiv bei Shisha Store Trier. Ist jetzt auch mal wieder keine Produktplatzierung hier, aber da habe ich mich so drunter geschrieben auf Instagram und dann, ja, dann wurde ich markiert und dann hieß es, ich habe gewonnen. Einmal was gewonnen, hey, ne? Ich kann das sagen. Irgendwann hängen die Dinger auf wie Pokale, hey, in der Werkstatt. Wenn wir schon kein Rennen fahren, dann dämpfen wir wenigstens wie ein Lokomotiv. Ich ziehe jetzt den Schlauchler ab, ne? Ja, das ist gar kein Problem. Hier kommt Öl rausgelaufen. Und solange das hier oben so hängen bleibt, sollte mal gar nichts passieren. Dinge, das rutscht gleich hundertprozentig runter. Servoöl, Servoöl. Ist schon wieder überall. Nur nicht da, wo es sein soll. Ne? So, jetzt wird hier mal nach der Ausgleichsbehälter. Scheiße. Seht ihr? Hier? Ja, ja. Nikolai, hast du das hier auf dem Bildschirm? Hier ist der Anschluss vom Hochdruck alles. Kann natürlich sein, dass das Ding gleich noch abgeht wie ein Dampflokomotiv, aber. So wechselt man Servopumpen, Leute. Musst du auch echt eine Klimaanlage in dem Auto haben? Ist von 1900. Da, so, guck mal, hey. Was bei 6,5 Flöten gegangen ist. Ach, da hat Nikolai mal wieder Hochdrehzahlmotor gespielt, wie bei der Formel 1. Man kann ja auch mal Flöte gehen. Steht aber gut da, oder? Besser als Original, oder? Oder wir geben das Ding einfach mal bei der Handwerkskammer ab. Da können wenigstens die Azubis das sehen. Die sehen ja sonst nur neue Autos in den Kisten da. Egal, wir bauen das Ding ein Highway in.
Was sie nicht stört, sehen sie hier. Beim Steel Riders von 8 bis 4. Ja, ja. Das sind Arbeitszeiten, ne? Und zwischendurch mal gerade eine Shisha-Hole gehen. Ding muss jetzt wieder noch hin. Ah, guck mal meine Hände. Ich hab was geschafft. Och, nö. Wir haben ja eigentlich die Papiere hier, ja. Das Papier hier, das erinnert mich gefühlt an das Papier von der Schulzeit. Da konntest du glatt mal einen Müllton schmeißen. Für was anderes ist das doch nicht gut. Sauber mal eine Bremse rein, da kann man gleich, wenn die neu eingebaut ist. Bis dahin haben wir eh wieder Tote und Schwerverletzte verbaut. Hi, 20, 201. Bis die Spiele hat die hoch, aber ich sag mal so, solange das Ding hi, kein Rad ab hat, ey, so soll nichts passieren. So, Nikolai, ich muss das Ding hi, wieder verbunkern. Wenn das später unter Druck ist, gleicht das sich wieder aus. Du weißt doch, wie die Ingenieure sind. Ich krieg die ab, ich hab gar kein Problem. Das Problem, was ich gerade habe, ist, ich wäre besser Apotheker geworden. Da hätte ich nicht allzu viel kaputt gemacht. Gib mir mal die Lampe, ich sehe gar nichts. Hi. Ah, ich schwöre, jeden Schlauch, den du anpackst. Da musst du aufpassen, dass der nicht auseinanderfällt. Aber ist ja Neuware, Nikolai, ne? Muss doch noch wirklich tatsächlich diese Pumpe genau auf diese Markierung. So. Hi, können nur Profis, gar kein Problem. Mit einer Hand ausrichten, mit der anderen Hand festhalten, mit der anderen Hand die Schraubrennen drehen. Und jetzt drehe ich das Ding nur noch, dass unten die Schraubrennen passt. Die hatte ich. Ah, fuck, jetzt hast du schon wieder wehgetan. Ah, juhu! Wo hab ich denn die Schraube hingetan? Muss ich auch mal Snickers essen, nicht, dass ich noch halt so tiefer gehen, ne? Ich gehe jetzt schon Schraub suchen. Besser? Besser. Schmeckt auch ein bisschen nach Servoöl, das Snickers, ne? Ich weiß auch nicht warum. Geil. Einfach nur geil, ein Aggregat hier. Nikolai, hast du was mit Zukunft gekauft? Nicht so wie mir herumlaufen. Ja, die ist gleich drin. Und jetzt ist sie drin. Ja, ja. Geil. Der Motorraum, der sieht aus, als ob eine Bombe explodiert wäre. Aber. Hauptsache, die Arbeit ist getan, Leute. Weißt du, warum ich mich freue? Ja, besser sag nix. Am besten gar nichts. Wir freuen uns auf gar nichts mehr, weil dann kann auch nichts kaputt gehen und schief gehen. Auf was freust du dich denn? Auf Weihnachten? Ich auch. Vielleicht habe ich endlich mal Geschenk unterm Baum. Was denn artig dieses Jahr? Ich? Ja, ja. Ich habe wieder mehr kaputt gemacht, wie repariert. Die Lore hat den Testo wieder persönlich festgezogen. Aufstehen, aufstehen. Was, das ganze Tag schlafen? Oder wie war das? Ich muss so mal einen eigenen Songtext rausbringen. Gäggien, Gäggien! Ich habe jetzt den größeren Schlauch festgeschraubt, dann habe ich natürlich Heideschlauch festgeschraubt, der natürlich dann auf das Lenkgetriebe geht. Hast du beide Schläuche drin? Naja, muss ich ja wohl, Nikolai. Das sieht schlecht aus mit deiner Servo. Nachdem wir da alles mal fachmanuelig gesäubert haben, habe ich mal so einen natschneuen Keilrippenriemen bestellt, ne? Ich kann euch eins sagen. Den neuen, der ist 3 mm größer für den alten. Aber die von Dings haben gemeint, das wäre in Ordnung. Das sehen wir ja jetzt, ne? Do it yourself, hey, alles, ne? Sehr heine bei Kfz-Betrieb, Knipp und Dalles. Können nix, aber machen alles. Du hast gesagt, du weißt, wie den drauf war, ne? Ich hätte mir jetzt eine technische Zeichnung gemacht, aber du hast gesagt, mir sollen keine machen. Wir stehen mal, hey. Jo, wenn ein Thomas heifelt, du noch ein Würstchen gut, ne? Ja, da bist lustig, es geht außenrum eigentlich nur. Ja, ja. Ich sag da, ne? Wenn ich hier keinen Plan gemacht hätte innerlich, ne? Da wären wir schon wieder verloren. Sonst wären wir halt bei Love Island, nur dass wir nichts mehr zu lieben haben, nämlich schon wissen gar nicht mehr, wo er überhaupt einen Plan. Boah, stell mal vor, ich wäre bei Love Island. Ha! Oh, leck! Da fliegt aber mal der Fernseher los, sonntags um die Ohren. Die Klima lassen wir mal weg, das brauchen wir nicht. Sonst haben wir nachher noch einen Kleber halt drin trollen. Also öns wie Hannisch ja alles, Nikolai, aber der ist immer noch viel zu fett. Der geht nur auf die Lichtmaschine. Von da aus ist der nur runtergegangen. Von da aus ist den auf die Kompressor drauf. Von da aus auf die Klee, auf die Servo. Von da aus ist den auf die Spannrolle. Meinst du, dass das Ding doch zu lang ist? So viel zu lang war der gar nicht, gell? Nee, wir haben hier wieder eine historisch-optische Fehlbezeichnung. Ach, der kommt oben lang. Ja, ja, Nikolai, das wusste ich doch. Das ergibt dann nämlich auch Sinn. Weil dann muss ich den nämlich so hier holen. Manchmal kannst du mal sowas auch früher sagen, weißt du? Ich kann auch so viele, so wild, nicht? Oh, Mann. So, Nikola, jetzt hältst du mal hier dein Händchen fest und ich spann das Ding. Dann rammst du das da oben drauf, dass das Ding noch explodiert. Weißt du, 15 passt gerade so, aber 14 passt gar nicht. Wohin geht am Wochenende hier mit? Amsterdam. Amsterdam, ja, ja. Du kannst direkt schon mal das Lied an, der die Hoffnung nahm. Geil, geil, einfach nur geil. Guck dir mal an. Sieht doch direkt aus wie ein neuer Motor. Das heißt, geil! Vielleicht habe ich auch mal Schräubchen vergessen, aber es sieht gut aus. Mhm, der ist drauf. Hier geht nirgends mehr hin. So, Nikolai, ich würde sagen. Aber Servoöl können wir reinkippen. Was hast du für Servoöl gekauft? Solange kein Frittefett ist, ist alles gut. Mineralisch. Mineralisch, praktisch gut, ne? Ja, ja. Direkt von den Dinos. Ah, von den Dinos. Ich kann das sagen.
hast da einen Saurier-Dino drin. Oh, hat den heißen Halbeinbauküche im Wohnzimmer. Ich sag mal, der riecht doch heute, der ist aber nicht von eBay, oder? Der sieht ja, der ist ja mehr chrom wie auf dem Shopper. Na, oh, was ist denn hier los? Sind wir wieder hier Polniaki am Spielen, ne? Ja, ja. Ich habe natürlich auch mal ein Brecheisen im Kofferraum. Nikolai, du brauchst jetzt hier nicht den Leuten zu erzählen, hey, du hättest das Ding so historisch mit, aber ich weiß genau, was hier auf der Nature One los war. Der Nikolai, Leute, ich weiß doch nicht. Da machst echt Party auf der Nature One, glaubt mal. So, hi, Liquid Molly, Lenkgetriebeöl 3100. Ich weiß ja auch nicht, wie die auf so komisch Zahlen da kommen, aber die sollten mal besser bei Null anfangen. Und das ist für dein Auto. Wir probieren das mal im Video aus, ne? Mal aus, wie es ist. Puh, ich muss ehrlich sagen, sieht mehr aus wie Motoröl. Schmiri ist Schmiri. Und Kiri ist Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Hallo, hi, mal wunderschön aus der First-Person-Perspektive. Ich sag mal, der Baustrahler hier in der Lampe, der ist ganz schön hell. So, Nikolai. Gang raus, starten Sie mal das Vehikel, hi. Ob die Servo auch das macht, was es soll. Läuft wie ein Ferrari. So soll das sein. Lenk mal ein bisschen nach rechts zu links. Und? Geht? Geil. So soll das sein. Weil die Abgase, da kommst du vor wie bei der Rallye. So, ich würde sagen, Nikolai, hä? Jetzt kannst du nochmal wie Pauseflitzer durch die City gucken, ne? Das Servo funktioniert wieder. Ja, ich würde sagen, so wie immer, ne? Falls das Video euch gefallen hat, falls es wieder informativ war oder wieder eine Unterhaltung war am Samstagabend oder so, man weiß ja nie, ob den einen lacht oder nicht, ne? Ich sag mal so, ich kann ja bei der Schafferei hey, nicht mehr lachen, ne? Teilen ist auch kostenlos, ne? Hey, falls die Leute auf TikTok im Livestream, ne? Hey, immer teilen, liken, supporten, abonnieren, das ist eh alles kostenlos, ne? Da muss man mal der ganze Welt zeigen, was hier überhaupt in den letzten Ecken abgeht. Ne? Dass es wirklich noch so normale Menschen gibt wie uns. Ne? Wir sind ja nicht nur unterwegs, mal auf Vlogging, sondern wir sind auch in der Werkstatt. Also wir wollten jetzt sowieso generell für die ganze Community sagen, dass wir mittwochs immer ein Werkstattvideo hochladen und samstags oder sonntags dann immer ein Video, wie wir unterwegs sind. Ne? Das ist so unser Uploadplan. 2023, der wievielten Name heute? Ja, ja, der 4. 5. August, was weiß ich. Ist ja auch egal, ich habe heute Shisha gewonnen. Ich war einfach nur froh, dass ich kein Bodybuilder mehr sein muss, um einzuparken. Einen halben Monat, länger ohne Servo, ne? Da hättest du so Arme wie ein Flugzeug, wie der Markus Rühl, gar kein Problem. Nur die Servo war kaputt, sagst du. Ja, Leute, ich gehe nicht in McFit. Mein Servopump am Opel ist kaputt, da kommt allein schon die 50er Bizeps. Am Anfang von Videos bei uns alles Land unter. Und danach ist das Ding halt neue Waren. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ding in einem Hamid als Ferrari verkaufen, das ist gar kein Problem.